Wir machen jetzt mal eine Live-Grabung. Der Sondelkollege hat ein sehr schönes Signal. Und ich bin gespannt, was das ist. Ich habe genau hier vorne mein VWA gefunden. Und dieses Signal war sehr, sehr schwach. Er hat ein bisschen so die Oberfläche weggemacht mit dem Fuß. Dann wurde es deutlicher. Vielleicht ist es ja was. Und wenn es was ist, kommt es ins Video. Wenn nicht, werdet ihr es nie sehen. Genau. Und was es ist, seht ihr dann in der nächsten Folge. Könnte der Deckel von der Dose sein, von der... Was ist das? Das ist ein Munddeckel. Das ist ein Flaschendeckel. Schade. Live-Dicks funktionieren und nicht. Und genau deswegen können wir immer nur filmen, wenn der Fund schon da ist. Weil wir können ja nicht 200 Signale filmen und das sind jedes Mal nur Flaschendeckel und Müll. Das war ein schönes Signal. Ne? Der war schön tief. Habe jetzt gerade diesen Knopf gefunden. Aber irgendwie hat er hinten zwei Ösen. Und ich weiß nicht warum. Scheint ein Wehrmachtsknopf zu sein. Wenn ihr wisst, was für ein Knopf das ist. Also warum der zwei Ösen hat. Wo war der dran? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Habe ich so in der Variante, glaube ich, schon mal irgendwann gefunden. Einmal oder so. Aber in ganz schlechten Zustand. Der ist wirklich in gutem Zustand noch. Auf jeden Fall eine Spur der deutschen Armee. Ein Pockmoney habe ich gefunden. Schauen wir mal nach. Scheint aber nichts mehr drin zu sein, oder doch? Hier ist irgendwas. Was das wohl mal war. Eine Verpackung oder so von irgendwas. Vielleicht ein Busticket. Das haben sie bestimmt geklaut. Leergeräumt und dann einfach in den Wald geschmissen. So machen sie es ja öfters, die Diebe. Da ist auch irgendwas drin. Könnte auch irgend so ein Ticket gewesen sein. Machen wir den Reißverschluss auf. Also ich habe den Reißverschluss geöffnet und da sind tatsächlich noch Sachen drin. Karten und alles. Da, 2 Cent sind noch drin. Eine Schmerztablette. Und noch irgendein Reißverschluss. Ich sehe hier, dass dort ein... Ach nee, doch nicht. Das ist was anderes, als ich dachte. Okay, das sind irgendwelche Papiere noch. Das liegt auf jeden Fall schon sehr lange. Hier ist die Person zu sehen. Werde ich aber, wie gesagt, verpixeln. Und hier haben wir Datum 2009. Also das liegt schon sehr, sehr lange. Aber trotzdem werde ich das irgendwie abgeben oder melden. Also was heißt melden? Ich werde es wahrscheinlich einfach bei der Polizei abgeben. Willi ist mit dabei. Wo denn? Ja, habe ich in meiner Hand, Willi. Zeig mal. Und Willi hat hier seine Jacke ausgezogen und ich habe hier gerade ganz viele Münzen gefunden. Zeig mal her. Und er hat hier ein ganz cooles Abzeichen verloren. Was denn? Ja, das ist wirklich von mir. Das weiß ich ja. Das Mal gefunden. Krass. Das ist in eben Video zu sehen. Genau. Und das hast du jetzt das ist schon wie lange in der Jacke? Ein halbes Jahr? Naja, so lange wollte ich nicht mehr sondeln. Ja? Ja, krass. Ja, wunderschön. Ja, und Münzen, oh, 50 Pfennig. Ah, Geld her. Hier, Pockmoney habe ich gefunden. Das scheint was Geiles zu sein. Ja. Also ich habe es schon teilweise gesehen. Ja, scheint wahrscheinlich endlich das zu sein, was ich eigentlich haben wollte, wa? Hast du gerade gefurzt? Ich habe gerade gefurzt, das, ja. Das können wir doch so nicht sagen. Liebe Zuschauer, ich habe gerade gefurzt. Es wird wahrscheinlich was sein, wo ich mich jetzt gerade wieder gleich sehr ärgere darüber. Dass ich es gefunden habe und nicht du, ja. Der Sondelkollege hier hat vorhin zu mir gesagt, er braucht mal einen richtigen Motivator heute. Ja. Dann hat er wahrscheinlich nicht gefunden, was ich schon mal haben wollte. Und ich hatte hier gerade ein richtig schönes Signal. Ja. Und ich glaube, das wird uns alle motivieren. Ich habe es natürlich schon gesehen. Ein Abzeichen. Ja. Das müsste der Orden sein, Winterschlacht im Osten. Oder auch Gefrierfleischorden genannt. Mein allererstes Mal, dass ich so einen Orden finde.
Der ist doch super. Der ist noch richtig gut erhalten, also zumindest die eine Seite. Ne? Die andere Seite ist nicht mehr so gut erhalten. Da steht dann die Schrift drauf, irgendwie Winterschlacht im Osten. Ne? Sollte. Könntest du ja mal ein bisschen ansprühen. Ja, musst du mal ansprühen. Aber ich glaube, abgesehen von dem Schnuffel an dem Helm, ist das eigentlich guter Zustand. Machen wir mal den Orden da rin. Was ist ein Sandwich will. Hier ist gerade beim Auto. Sonic hat schon wieder ein Abzeichen gefunden. Ach komm, hör doch mal auf. Doch, Winterschlacht im Osten hat er gefunden. Ja, nee, ist klar. Doch, hab ich. Der kauft doch die und verbuddelt es und dreht es ja aus. Ja, ich weiß ja, der fällt ja mal die hier. Das Funde immer. Ich würde mich freuen, wenn die Wortwahl mal ein bisschen anders wäre. Ja. Was hat er gefunden? Winterschlacht im Osten. Winterschlacht im Osten. Ja, in der Nähe vom Auto. Ich habe mal von dem Abzeichen die Rückseite ein bisschen geputzt. Man kann jetzt erkennen, was da drauf steht, nämlich Winterschlacht im Osten 1941, 1942. Und oben, das ist ein Wehrmachtshelm, der ist aber schon sehr kaputt. Also das ist quasi die Form eines Wehrmachtshelms. Hier oben. Da ist dann noch so ein Ring dran. Winterschlacht im Osten, der Helm ist kaputt. So könnte dein Helm auch aussehen, weg dir mit Spaten raufhauen, wenn du so einen geilen Abzeichen findest. Nocta Frosco hieß der. Alter, da habe ich mir auch einen Ellbogen mit kaputt gemacht. Der war so heiß auf Sondeln, Alter. Wenn du hier die ganze Zeit filmst, Sonic, da habe ich immer noch die Frage, wie bist du eigentlich zum Sondeln gekommen? Das hast du den Zuschauern immer noch nicht erzählt. Ich frage dich das immer wieder. Du musst endlich mal den Zuschauern noch mal erzählen, wie du zum Sondeln gekommen bist. Das wollen die ja wissen. Die wollen ja auch über deine Person, weil du ja so mystisch bist, ja auch mal ein bisschen was über dich wissen. Erstmal krieg ich noch ein Sandwich. Du hattest doch schon eins. Ja, ich will vier. Wenn jetzt noch mal eins ist, hast du ja vier Scheiben gehabt, wa? Also ich bin einfach so aufs Sondeln gekommen. Bin Moped gefahren, eines Tages habe ich gedacht, ich will mir mal einen Metalldetektor holen und dann. Ja, du hast doch meinen YouTube-Kanal geguckt und dann bist du aufs Sondeln gekommen. Na klar. Na, sag mal, macht mal immer das Winterschlacht im Osten in Status und dann. Diding, diding, diding. Hat man gleich zugespammt hier. Mmh. Also das ist wirklich lecker. Geht, ne? Dann kannst du mir noch Viere machen. Kann ich mir ein ganzes Wochenende von ernähren, von den Dingern. Halbes Toast weg. Einen schönen Berg baust du da. Ja, du musst da vier Stück reinmachen. Ein Turm. Ein Turm. Mach doch mal mehr Käse auf. Nee, wir haben nicht genug Käse. Ich habe nur ein Paket Käse. Mach da sofort mehr Käse auf. Ist das extra für Sandwich oder für was anderes? Alles machen. Kannst du auch Schnitzel reinmachen. Na, oder also es ist ein Toaster, ne? Also du kannst da eine Paprika. Ne? Und weil der noch halbwegs neu ist, ist auch noch so schön beschichtet. Aber ich glaube, du hast da noch nie was Vegetarisches drin gemacht, oder? Der Alex hat was Schönes gefunden. Was ist das? Tja, das sind sozusagen, naja, die Überreste von einem deutschen Stahlhelm. Der hat hier keinen gebördelten Rand. Wie ich das so sehen kann. Ich habe jetzt mit diesen M40, M41, M42 habe ich jetzt nicht so im Kopf, wie das ist. Der erfahrene Stahlhelm-Auskenner wird eventuell wissen, welcher das sein könnte. Der ist also auf jeden Fall nicht gebördelt, der ist hier nach außen stehend, sag mal so. Vielleicht kann mir ja jemand nochmal hier in den Kommentaren reinschreiben, um was für ein Stahlhelm das sich hier gehandelt haben könnte. Ja, das ist das, was so übrig bleibt. Sehr leicht. Hier hinten ist noch das Loch drin, wo der Pinökel drin war, um das Helm-Innenleben dran zu halten. Ja, das ist ein schönes Stück Geschichte. Auch wenn es nicht mehr komplett ist, sag ich mal so, aber auf jeden Fall eine Spur, ein Anhaltspunkt auf das Gebiet, wo wir gerade unterwegs sind, zu sonnen, dass wir vielleicht noch weitere Relikte finden aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo dieser Helm ja auch herstammt. Der mal Soldaten gehörte. Also einen interessanten Fund habe ich hier gemacht.
habe ich so jetzt ja nicht mit dir rechnet, einfach mal einen Säbel. Ein alter Säbel von damals. Kam sehr schlecht rein mit 50er Leitwert. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Dachte, kann alles sein, eine Hülse oder so. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Fund. Habe ich so noch nie gefunden. Könnte Erster Weltkrieg sein. Oder ich weiß es nicht. Aber ein sehr schöner Fund. Der nächste Fund. Was ziemlich cooles. Scheint ein Anhänger zu sein. Vielleicht war der mal um Handgelenk oder so. Ziemlich klein. Ziemlich alt. Alte Kette. Hätten wir ein bisschen sauber machen. Mal sehen, was drauf steht. Drauf abgebildet, die an einer Blume schnuppert. Sehr schön. Und auf der Rückseite ist leider nichts, steht nichts drauf. Ist einfach nur ein wirklich schöner, geschichtlicher alter Fund. Werde ich direkt erstmal sicher verpacken, damit er nicht beschädigt wird. Was haben wir denn hier Schönes? Schlüsselanhänger. Eine Coca-Cola-Flasche. Das scheint schon ein etwas älteres Modell. Sehr coole Teil. Ja. Aus alt macht neu und vor allem der Nachhaltigkeit wegen mit Akkus und hier kommt noch eine LED rein, dann hält das eben noch länger.